Dead or alive? So hatte der frühere US-Präsident Bush Jr. nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center ja zur Jagd auf Al-Qaida-Führer Osama bin Laden aufgerufen. Fast 10 Jahre später kann sein Nachfolger Barack Obama verkünden, dass der weltweit meistgesuchte Terrorführer von einer US-Kampfeinheit erschossen wurde. Es war das Thema heute in allen Büros, in alten wie in neuen Medien und, soweit ich wahrnehmen konnte, in allen Gesprächen. Aber was bedeutet es nun? Ist das Terrornetzwerk Al-Qaida damit bedeutend geschwächt? Könnte ohne Bin Laden der Krieg in Afghanistan ein Ende finden? Oder müssen wir umgekehrt mit neuen Vergeltungsaktionen und mehr Terrorattentaten rechnen? All das wollen wir klären in dieser Sendung. Aus den Vereinigten Staaten allerdings ist im Wesentlichen Jubel zu berichten. Die Amerikaner haben ein Trauma zu bewältigen. Dieser Tag hilft ihnen dabei. Tausende jubeln in New York und vor dem Weißen Haus. Die Nachricht wirkte auf viele wie eine Erlösung. Es war ein dramatischer, ein historischer Moment, kurz vor Mitternacht, als der Präsident für das ganze Land überraschend vor die Kameras trat. Heute kann ich den Amerikanern und der ganzen Welt berichten, dass die USA Osama bin Laden, den Kopf von Al-Qaida, in einer Spezialoperation getötet haben. Ich warte darauf seit dem 11. September. Ich war in der 4. Klasse, habe so viele Freunde und Familienmitglieder verloren. Es ist einfach ein tolles Gefühl. Die ganze Nacht über berichteten die Fernsehsender immer neue Details zum Ablauf. Fast 9 Jahre hatten US-Geheimdienste einen Vertrauten Bin Ladens beobachtet. Die Spur führte zu einem Haus in Abbottabad. Als klar war, dass Bin Laden sich hier versteckte, griffen 4 US-Helikopter mit Spezialkräften der Navy SEALs am frühen Morgen an. Nachdem es zuerst hieß, Bin Laden sei bei einem Feuergefecht getötet worden, bestätigt das Pentagon inzwischen, er sei vorher von seiner Ehefrau identifiziert worden. Das klänge eher nach Hinrichtung. Mit Bin Laden starben seine Frau, ein Sohn und 2 weitere Männer. Widersprüche. Während Medien Regierungsvertreter zitierten, die von einer Kill-Operation sprachen, einem Einsatz mit Tötungsabsicht, widersprach Obamas Antiterrorberater dieser Darstellung. Für den Fall, dass wir Bin Laden ohne Gefahr hätten festnehmen können, war das Kommando darauf vorbereitet. Es gab aber ein Feuergefecht und darum wurde er dabei getötet und die Leiche dann mitgenommen. Eine DNA-Analyse habe inzwischen zweifelsfrei die Identität Bin Ladens bestätigt, so ein Regierungsmitglied. Seine Leiche sei kurz darauf auf hoher See bestattet worden. Ob ein Foto der Leiche veröffentlicht wird, werde noch geprüft. Wir werden alles versuchen, um sicherzustellen, dass niemand irgendeine Grundlage für Zweifel daran hat, dass wir Osama Bin Laden bekommen haben. Es ist vor allem innenpolitisch ein Triumph für Obama. Er wurde seit Amtsantritt von seinen Gegnern immer wieder als zu nachgiebig im Kampf gegen den Terror kritisiert. Die Welt ist sicherer, ein besserer Ort durch den Tod von Bin Laden. Harte, entschlossene Worte jetzt. Er hatte alleine entschieden, ohne den Kongress oder befreundete Staaten vorher zu informieren. Es ist sein Triumph, so handelt kein Weichei. Und dies ist das Anwesen, also ein regelrechter Villenkomplex in Pakistan, in dem Osama bin Laden offensichtlich seit Jahren gelebt hat, also keine Höhle. Stattdessen ein luxuriöser Millionenbau, geschützt von hohen Mauern, Stacheldraht in einer bevorzugten Uni- und Garnisonsstadt im Norden des Landes. Dort ist bin Laden vergangene Nacht gezielt von einer US-Kampfeinheit angegriffen worden. Markus Görner. Eine Villa in einem pakistanischen Luftkurort, letztes Versteck des meistgesuchten Mannes der Welt. Dort haben sie ihn gefunden. Sie kamen Osama bin Laden auf die Spur durch einen Boten. Der führte die amerikanischen Geheimagenten unbewusst zu dem Versteck an einem Ort, an dem verdiente pakistanische Militärs ihren Ruhestand verleben. In der vergangenen Nacht schlugen die USA dann zu. Eine Spezialeinheit soll von Afghanistan aus nach Abbottabad gestartet und in bin Ladens Garten gelandet sein. Dort hätten sich die Navy SEALs ein Gefecht über 40 Minuten mit den Terroristen geliefert. Bin Ladens Ehefrau schließlich habe ihren Mann verraten, bevor Spezialkräfte ihn erschossen, behaupten amerikanische Quellen. Wir sind froh, dass dieser Terrorist endlich tot ist. Und wir sind schockiert darüber, dass er einfach so unter uns leben konnte. Security Labs.
Osama bin Laden war das Hauptziel und ich hoffe, dass damit der Terror ein Ende hat. Wegen Al-Qaida konnten wir nicht in Sicherheit leben. Wir mussten Angst haben. Das ist nun hoffentlich vorbei und das Leben wird wieder angstfrei. Auf der anderen Seite der Grenze, im Nachbarland Afghanistan, wurde nicht gefeiert. Vor allem dort, wo Paschtunen leben. Mohammed Qadir gehört diesem Volksstamm an und spricht aus, was viele denken. Nichts wird sich verändern durch den Tod von Osama. Der Gründer mag tot sein, aber die Organisation Al-Qaida besteht weiter. Sie wird mehr Gewalt nach Afghanistan bringen und mehr Ungläubige werden sterben. Das könnte auch bedeuten, mehr Anschläge gegen die internationale Schutztruppe und damit auch gegen deutsche Soldaten in Afghanistan. Die Paschtunen in Kabul jedenfalls rechnen mit Vergeltungsschlägen von Al-Qaida. Einige hier wären darüber wohl nicht traurig. Wir sind mit unserem Korrespondenten in Kairo verbunden, weil sich da ja jetzt viele Fragen ergeben. Jörg Armbruster, guten Abend. Schönen guten Abend. Was hat dieser Angriff der Amerikaner und der Tod des Chefdenkers von Al-Qaida in der muslimischen Welt, die Sie dort überblicken können, was hat das für Gefühle und für Reaktionen ausgelöst? Hier in Ägypten haben wir zum Beispiel festgestellt, dass er die Erleichterung überwiegt. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass Osama bin Laden hier in den letzten Jahren keine sehr wichtige Rolle mehr gespielt hat, in den Köpfen besonders der jungen Menschen. Und in diesem Jahr schon gar nicht, denn die jungen Menschen haben in diesem Jahr ihre Revolution gemacht und haben dann die Älteren auch mitgerissen. Sie haben erfahren können, dass sie über eigene Stärken verfügen, dass sie ihr politisches Leben gestalten können, dass sie das politische Leben eines ganzen Landes umkrempeln können. Und dazu braucht man eine Figur wie Osama bin Laden überhaupt nicht. Der hat noch versucht, sich im Februar hier einzumischen, aber er ist schlicht auf Granit gestoßen. Es hat ihm keiner zugehört. Deswegen spielte der Tod heute auch keine sehr wichtige Rolle. Vielleicht die Umstände des Todes, wenn man darüber mal kurz nachdenkt. Denn es ist hier schon auch wahrgenommen worden, fast wie eine kaltblütige Hinrichtung durch die amerikanischen Spezialkräfte und anschließend wurde dann die Leiche auch noch ins Meer geworfen, was nun alles andere als eine islamische Beerdigungsform ist. Anders sind die Reaktionen sicherlich im Jemen. Was wir dort hören, ist eher in Richtung Ablehnung dieser Aktion der Amerikaner. Dort wird vermutlich, vielleicht möglicherweise auch in Saudi-Arabien, Bin Laden zu so etwas wie ein Märtyrer der Extremisten werden. Dort ist ja auch Al-Qaida viel weiter verbreitet als in anderen Ländern der arabischen Welt. Na, die Amerikaner wollten ja gerade verhindern, dass Osama zum Märtyrer wird und sein Grab auch noch ein Wallfahrtsort werden kann. Deshalb diese Seebestattung. Was haben Sie daran falsch angestellt? Ich weiß nicht, was in den Amerikanern vorgegangen ist, wer sie beraten hat. Jedenfalls eine solche Seebestattung ist wirklich eine reine Notlösung und hat mit einer islamisch korrekten Bestattung nichts zu tun. Herr Armbruster, ist Al-Qaida, dieses Terrornetzwerk, das ja die Welt in den letzten 10 Jahren so dermaßen verändert hat, ist es mit diesem Tag geschwächt? Ich glaube nicht, denn wir haben in den letzten Jahren ja auch schon erlebt, dass Al-Qaida oder was auch immer für Al-Qaida gehalten wird, jedenfalls Terrorgruppen, alleine operieren können, ob das nun Al-Qaida im Maghreb ist, das sind Terrorgruppen, die haben sich nach Al-Qaida benannt, oder Al-Qaida im Zweistromland. Das sind alles Terrorgruppen, die alleine unabhängig von Bin Laden operiert haben in den letzten Jahren. Vielleicht Bin Laden als so etwas wie einen geistigen Übervater ansehen, aber mit Sicherheit nicht als Anleiter für Anschläge. Die Anschläge werden weitergehen. Ich bin auch relativ sicher, sie werden bald wieder Anschläge geben, auch als Rache für die Tötung von Bin Laden. Informationen und Einschätzungen von Jörg Armbruster, herzlichen Dank. Die Symbolfigur des Terrors ist also tot und so zugerichtet soll seine Leiche sein. Dieses Foto ging heute früh um die Welt, wurde auch kurzfristig in vielen Medien gezeigt, bis sich dann schnell herausstellte, dass es eine dreiste Fälschung ist. Was wir Ihnen einfach belegen können: Es ist nämlich mit einem Bildbearbeitungsprogramm erstellt, auf der Grundlage von diesem alten Foto von Bin Laden. Tatsächlich gibt es nämlich keine Bildbelege bis jetzt vom Tod des Terrorführers, jedenfalls nicht öffentlich. Was natürlich die Spekulation anheizt, dass da auch was ganz anderes passiert sein könnte letzte Nacht. Aber es scheint so, dass die USA sehr zurückhaltend sind, Material freizugeben. Und Thomas Roth, guten Abend nach Washington, nach New York. Sie können uns erklären, warum.
Ja, also interessant ist, dass ich die Frage hier in Ground Zero, wo ich gerade stehe, in New York, auch schon gehört habe, dass eine ganze Reihe, unter anderem solche, die ihre Angehörigen hier auch zum Teil verloren haben, die Frage stellt, ja, wo ist das Foto? Ich würde es gerne sehen. Ich glaube das schon, unser Präsident hat gesagt, dass es so ist, aber sehen würde ich es gerne. Nun ist natürlich die Frage, warum? In der Tat, da kann ich aber, glaube ich, nur gemeinsam mit Ihnen spekulieren. Offenbar will man ein solches Foto derzeit noch nicht in die Welt setzen, vielleicht auch, um kein Märtyrerfoto zu schaffen. Also ich denke, das hat sicher nicht eine starke politische Dimension, denn dass es das Foto gibt, auch wenn es noch nicht veröffentlicht ist, davon dürfen wir sicher alle ausgehen. Thomas, war der Angriff so geplant, wie er verlaufen ist? War es eine Kill-Operation? Oder hätten die Amerikaner eigentlich Bin Laden lieber als Opfer präsentiert und vor Gericht gestellt? Es gibt dazu zwei widersprüchliche Aussagen oder Tendenzen in den Aussagen, durchaus von der Regierungsseite. Die eine Seite sagt, hätten wir das schaffen können, den Ungefährdeten zu verhaften, hätten wir das getan. Andere legen schon sehr nahe. Ich finde auch in der Rede des Präsidenten kann man das durchaus interpretieren, dass das eine Aktion war, die darauf gerichtet war, diesen Mann tatsächlich zu töten. Insofern, niemand von uns war dabei. Ich glaube, man wird noch ein bisschen warten müssen, bis man mehr Details dazu erfährt. Aber in der Berichterstattung hier in den amerikanischen Medien hat man doch deutlich den Eindruck, dass es so gesehen wird, dass es eine sogenannte Shoot-to-Kill-Aktion gewesen sein könnte. Gibt es darüber Diskussionen in den USA, ob das richtig und rechtens war? Also die Internetforen hier zum Beispiel sind ja voll auch von Kritik und von Zweifeln. Also wenn es diese Diskussion gibt, ist es sicher öffentlich nicht wahrnehmbar, jedenfalls nicht in der breiteren Öffentlichkeit und natürlich schon gar nicht an einem Ort wie hier in New York, an Ground Zero, wo hier ungefähr 100 Meter von mir knapp 3000 Menschen ihr Leben verloren haben und ganz groß hier an Ground Zero bei ganz vielen einfach die Erleichterung ist, dass es diesen Mann nicht mehr gibt, sicher verbunden mit der Hoffnung, dass es dann weniger Gefahren von terroristischen Anschlägen hier in New York geben wird. Aber in der Öffentlichkeit jedenfalls nicht. Da ist die Genugtuung und die Freude natürlich auch bei dem einen oder anderen groß, dass es diesen Mann nicht mehr gibt. Mag sein, dass die Diskussion aufflammt, aber hier im Moment ist sie in der Öffentlichkeit nicht wahrnehmbar. Faktisch betrachtet, ist es rechtens, auf Tod statt auf den Rechtsstaat zu setzen? Wenn es eine reine Shoot-to-Kill-Aktion war, die nichts anderes geplant haben könnte oder nichts anderes geplant hat, ist das sicher, soweit ich das jedenfalls sehe. Ich bin kein Völkerrechtler, aber vom Völkerrecht, wie mir scheint, jedenfalls nicht abgedeckt. Das wird eine Debatte ganz sicher bringen müssen. Was man sicherlich sagen kann, ohne zynisch wirken zu wollen, dass das schon eine Reihe von Problemen löst. Denn wenn man diesen Mann verhaftet hätte, dann wäre die Frage gewesen, wo stellt man ihn vor Gericht, vor was für ein Gericht? Ist es wieder ein Militärtribunal, wie wir es ja auf Guantanamo gesehen haben? Das alles findet jetzt nicht statt und in Anführungsstrichen löst dieses Problem dann, ohne zynisch sein zu wollen. Aber ich denke, in der Praxis ist das nun einfach so. Noch kurz ein anderer Punkt. Wird jetzt Präsident Obama innenpolitisch von seinem Erfolg profitieren? Er will ja nächstes Jahr wiedergewählt werden. Also kurzfristig ganz sicher. Die Frage ist, ob die Wahlen nicht zu weit weg sind. Sie sind ja erst im nächsten Jahr im Herbst, am 4. November. Das ist für amerikanische Verhältnisse noch eine Menge Zeit. Und ich persönlich glaube im Übrigen, dass diese Wahlen auch mehr auf dem Feld der Wirtschaft entschieden werden, der Jobs, des Haushaltsdefizits, der Staatsverschuldung, als unmittelbar, soweit man das heute sehen kann, wird das von diesem Tag abhängen. Wir wissen alle nicht, was passiert. Es kann ja noch andere Dimensionen kommen. Hier in New York fürchtet man zum Beispiel, dass es vielleicht Racheanschläge geben könnte. Hier ist deutlich mehr Polizeipräsenz in den U-Bahnen. Man will mehr Polizei auch in den Brücken zunächst einmal stationieren, um zu sehen, was da kommt. Also da ist durchaus die Sorge groß. Nun hofft das natürlich niemand. Wir wollen das auch nicht tun. Aber bis zu den Wahlen ist es jedenfalls noch weit. Thomas Roth, live aus New York. Vielen Dank.